Das ist unser Marktplatz, die Mitte unserer Stadt. Er ist aus drei verschiedenen Blöcken gebaut. Aus Obsidian, Titan und na, normaler Stein. Mit Glas verziert und Holzstücken. Darin sind Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Und vier Straßen, die zu vier verschiedenen Bereichen führen. Straßen werden wir später erläutern. Der Marktplatz ist die Mitte, ein Symbol dafür, dass unsere Stadt auch etwas Besonderes sein sollte. Wenn man in der Nacht auf den Marktplatz drauf guckt, dann kann man sehen, dass er in der Nacht leuchtet. Der Marktplatz ist auf einer ebenen Fläche gebaut, was den Erbau der Stadt einfacher gemacht hat. So, und das war, glaube ich, alles zum Marktplatz. Das ist die Zombie-Mauer 2020. Da gibt es alkoholfreies Bier. Ja. Wir haben es in die Stadt gebaut, weil es einfach mal, naja, weil es einfach dazu passt und wir keine andere Wahl haben. Jetzt gehen wir zu McDonald's. Da sieht man schon. Hier war übrigens der Marktplatz. Ja, also da sieht man das M für McDonald's, logischerweise. Da ist die Theke. Also wir drehen jetzt den Park von oben und das ist ein wesentlicher Bestandteil der Stadt. Da sind verschiedene Baumarten, Birke, Fichte. Ja. Vielleicht. Der See ist beleuchtet und ist in der Mitte des Parkes. Es führt auch ein kleiner Weg durch den Park mit Blumen. So, da sind wir im Park immer noch. Wir laufen jetzt zu den Sprungturm. Da sieht man schon, Klippenspringen. Und da ist der erste aus Stein. Da kann man sich beschäftigen, kann man ins Wasser springen, wenn man Glück hat. Ja, wie man sieht, ist es sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Runterspringen wollen wir jetzt lieber nicht. Wir gehen zu dem anderen. Der ist genau links daneben, genau der. So, wir müssen warten. Der Sprungturm ist aus Obsidian gebaut und mit Leitern verziert, damit man auch auf die höchste Stufe kommen kann. Wir gucken uns nur eine Stufe an, weil man kann ja sehen, dass der sehr hoch ist. Das würde etwas zu lange dauern. So. Hier die erste Stufe. Und wenn man jetzt hoch sieht, da sieht man, da sind noch zwei weitere Stufen. Ja. Ja, ich glaube, das war's jetzt mit dem Sprungturm. So. Und von hier aus hat man auch einen schönen Überblick auf die Städte. Auf die Gebäude. Und auf dem Fußballplatz. Wir gehen wieder runter. Und wir gehen zurück in den Park. So, jetzt kommt die Kletterwand, wie man da sehen kann. Die Kletterwand ist einfach gebaut. Man kann hochspringen. Genau.
hochspringen. Und man sieht auch wieder die Sprungtürme. Die Kletterwand ist so konstruiert, dass man leicht hochgehen kann, aber auch leicht wieder runter. Und mit sehr vielen Bäumen und Steinen und Gras verziert. Also, ja, das ist jetzt hier die Versammlungshalle, wo wir uns alle treffen können, um irgendwelche Entscheidungen über die Stadt zu machen. Habe ich ein bisschen schöner gestaltet mit Quarzsäulen, Pflasterstein, Quarz. Das sind unsere zwei Wächter, hier Herbert und Midgar. Keine Ahnung, wer sich den Namen hat einfallen lassen. Aber hier, das ist jetzt der Tisch, wo wir alle zusammensitzen würden, um Entscheidungen zu treffen. Hätte ich extra noch so eine kleine Karte von der Stadt dran gemacht. Dann hätten wir jetzt hier noch so eine Terrasse. So, kann man die ganze Stadt überblicken. Und hier hätten wir noch eine Bibliothek. Hatte ich hier eingebaut. Das ist so ein Lernzimmer. Kann man, wenn man jetzt was lernen will, kann man das hier lernen. Hier haben wir noch einen Computer mit Wi-Fi, was aus der Bibliothek da hinten holt. Boah. Genau, dann hätten wir hier noch diese Lichtsäule. Die geht durch das komplette Gebäude durch. Die ist dazu da, um den Standpunkt anzuzeigen von diesem Gebäude. Das war's eigentlich. Gibt nicht viel mehr drüber zu erzählen. Also, das ist jetzt hier das Schwimmbad. Habe ich gebaut, damit man schwimmen kann, eben. Weil so ein Schwimmbad eben da ist. Also, ich meine, Stadt steht zwar am Meer, aber falls jetzt mal draußen kalt ist, kann man eben hier hingehen. Da hätten wir jetzt hier so ein Schwimmerbecken. Das hier, das große. Und für die kleineren noch ein Nicht-Schwimmerbecken. Ist ein bisschen schöner gestaltet. Naja. Eigentlich muss man da jetzt nicht viel wissen. Eigentlich sollte das mal mein Haus werden. Und dann hatte das aber noch kein Dach. Da habe ich gesehen, die schöne Form hier. Da kann man ein Schwimmbad draus machen. Was ist das draus geworden? Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ist eben ein Schwimmbad. Redet man nicht viel drüber. Schwimmt man lieber. Das war's eigentlich. Das ist unsere Tribüne mit unserem Fußballplatz. Unsere Bühne ist aus Stein und Holz und sehr, sehr groß, damit man das ganze Spielfeld überblicken kann. Sieht man hier? Man kann das ganze Spielfeld sehen. Und ja. In unserer Stadt ist der Fußballplatz sehr wichtig, weil es gibt bestimmt viele, die hier gerne Fußball spielen oder spielen würden. Und unser Feld ist sehr originalgetreu mit dem Mittelkreis und den beiden Toren und der zwei verschiedenen Grüntönen. Abgegrenzt für Hooligans. So. Das war unser Fußballplatz. Und ja, das war's jetzt eigentlich. Okay. Ja, das ist mein Otakustor. Wenn ich weiß, was Otaku ist, das sind die Leute, die sich auf etwas Spezielles, ja, die etwas Spezielles mögen. Bei mir hat sie es auf Anime und Manga spezialisiert. Und da vorne, das Blaue, ist ein V für Vocaloid, eine japanische Software. Ich hoffe, man erkennt das V. Hier drüben ist das L für Luca Megorine, ein Charakter davon. Hinten das H für Hatsune Miku. Ich glaube, die kennt jeder. Und das G für Gumi, ebenfalls ein Charakter davon. Und das Store heißt Otaku Store Kawaii. Deshalb ist oben auch ein Herz, weil Kawaii süß bedeutet. So, hier drin hat man eine Ecke für Manga, Anime und Games. Dann eine Truhe für die Cosplays. Cosplay ist ein Mix aus Kostüm und Play. Also im Kostüm spielen. Das tun viele. Und ja, dann noch eine Sitzecke und ein paar schöne Bilder. Und der Boden als Schachmuster, weil ich das sehr schön fand. Ja, das ist meine Tagestor. Also hier ist unser schöner Marktplatz.
Und gleich daneben ist mein Haus und hier die Bibliothek. Ich wohne sehr nah an der Bibliothek, denn ich lese gerne Bücher und leihe mir gerne Sachen aus. Jetzt fliegen wir zur Bibliothek. Der Eingang ist ein bisschen versteckt, aber wenn man guckt, dann sieht man ihn. Da haben wir ihn schon. Da läuft ein Skelett. So, also hier haben wir das freie Internet, also unseren freien Router, das für die ganze Stadt reicht. Hinten kann man sich Computerspiele ausleihen. Also hier kann man sich Computerspiele ausleihen. Hier hat man einen Tisch, wo man sich hinsetzen kann. Daran kann man lesen. Hier. So, dann gehen wir mal weiter. Hier schon wieder das Skelett. Hier hinten haben wir die Videoabteilung mit Filmen, wo man sich Filme ausleihen kann. Dann gehen wir weiter zu den Mangas. Hier hinten hat man die Mangas. Dann gehen wir weiter zu den Zeitschriften und links davon sind die Bücher. Das war die Bibliothek. Dann geht's los. Das Einkaufszentrum befindet sich in der Mitte der Stadt. Es hat 2 Etagen. Hier sind die Läden, da kann man alles kaufen. Brot, Kekse, Kuchen, ein Bäcker. Dann ist noch ein Springbrunnen hier drin. Hühnchen, alles zum Essen. Und oben befindet sich noch ein Kaffee. Da kann man schön Kaffee trinken. Und das Einkaufszentrum hat oben ein Glas, dass man vom Kaffee aus schön die Sterne beobachten kann. Das ist die Allee zum Kino. Wie man sieht, mit 2 Leuchtstrahlen und unserem Kassierer, Herbert. Unser Gang zum Kino, alles auch schön ausgeschildert. Freier Eintritt und 2D, 3D. So, alles aus Goldblöcken und Höllenerz. Eine untere Vorhöhle, kann man so sagen. Und unser Kino, nur leicht beleuchtet. Und unseren ersten Gast haben wir auch schon. Eine Leseecke und haufenweise Sitze, schräg nach oben. Und ja, sind so gestellt, dass man die Leinwand gegenüber sehen kann. Die Leinwand haben wir extra groß noch gemacht und mit Fackeln umrundet. Und ja, gleich neben ihm sitzen ist eine Toilette. Ja, auch groß ausgeschildert. Toilette mit einer Fackel. Ja. Kann man benutzen, wenn man will. So. Dann gehen wir wieder raus. So. Ja, das ist unser Kino. Und unser Vorraum. Hier kann man sich alles ansehen, was man will. Man muss nicht zahlen. Und ja, war nicht schwer, das zu machen. Aber es ist ein wenig Zeit beansprucht. Ja. Das ist unser Kino. Wir wollen heute unseren schönen Strand vorstellen. Wir haben am Strand mehrere Liegen. Dann haben wir Sonnenschirme, die rot, gelb und blau sind. Wir haben vor dem Strand noch eine kleine Insel mit ein paar Bäumen, ein paar Pilzen, ein bisschen Zuckerrohr. Wir haben den Strand beleuchtet, damit auch in der Nacht Liebespaare Bahn gehen können. Am Tage können dann die Kinder, die Eltern in Ruhe baden gehen, schwimmen und Spaß haben. Dann haben wir hinten am Strand auch ein kleines Strandhaus. Am hinter dem Strand ist noch ein kleiner Wasserfall.
wollen wir uns die Industrie vorstellen. Zu der Industrie führt nur ein einziger Weg entlang. Die Industrie wurde über Nacht gebaut. Sie besteht aus mehreren Teilen. Hier sind wir jetzt beim Eingang von der Industrie. Rechts sind Bahnschienen. Da kommen die Güter an und fahren hier los. Dann haben wir da das Kontrollhaus. Hier wird dann alles verwaltet. Dort haben wir den Abgasturm von der Industrie. Es ist außerhalb der Stadt die Industrie und wurde von zwei Leuten gebaut. So, jetzt gehen wir zu unserem kleinen Zollhäuschen und unserer Zollschranke. Denn der Zollbeamte soll aufpassen, dass keine Drogen in unsere Stadt kommen. Der Zollbeamte heißt Gerhard. Das ist der Typ da links. In dem kleinen Glashäuschen, damit er nicht ausbüchst. Und da haben wir unsere wunderschöne rot-weiße Schranke. Durch den Zoll kommt man nur, wenn man keine Drogen, Zigaretten und oder Alkohol mit hat. Ich bin Felix und das ist mein Haus. Auf meinem Grundstück habe ich einen Pool für sehr heiße Sommertage mit Liegestühlen zum Entspannen. Dort ist mein Eingang mit einem Vorsprung, damit da drauf ein Balkon Platz hat. Das ist mein Flur. Ich habe ihn verschönert mit ein paar Bildern von verschiedenen Sachen. Geradeaus ist eine kleine Bibliothek mit sehr schlechter Beleuchtung. Aber reicht gerade so zum Lesen. Dort geht es in den zweiten Stock. Hier ist meine Dachterrasse. Da steht nichts drauf. Geld war knapp. Dort geht es rein zu meiner Lounge. Hier ist meine Lounge mit Kuchen und einer Sitzecke. Auf der anderen Seite ist mein Schlafzimmer. Dort ist der Balkon. Dort ist mein Wohnzimmer mit einer Uhr an der Wand und einer kleinen Couch. Mit ein paar Pflanzen. Dort ist mein Badezimmer mit einem Parkettboden und einer kleinen Wanne. Gegenüber davon ist meine Küche. Mit einer großen Kochecke, einem Schneideplatz sowie eine Truhe zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Das war's von meinem Haus. Ich bin Nikolas und jetzt geht's zu meinem Haus. Das Highlight natürlich. Ja, da ist die Bücherecke, da ist die Küche. Jetzt geht's hoch, da ist aber leider noch nichts, das ist noch im Bau. Ja, und das war's. Ja, also das ist mein Haus, mein Name ist Alice. Und ja, es ist in Form eines Herzens gebaut, weil ich die Geschichte von Alice im Wunderland sehr liebe und es halt an das Herzschloss erinnern soll. Ja, an den Seiten sind auch herzförmige Fenster. Und hier hinten sind auch noch mal Herzen angebaut. Und das ganze Schloss ist von roten Rosen umringt. Ich habe es natürlich alle rot angemalt. Ja, und ich habe in meinem Garten sogar ein hauseigenes Schachbrett mit Schachfiguren gemacht aus Köpfen, die die Herzkönigin geköpft hat. Und ja, gehen wir einfach mal rein. Natürlich zwei Türen als Pforten. Und ja, ich habe eine kleine Sitzecke und ja auch eine Bücherecke für all die Mangas, die ich lese. Und ein Doppelbett in der anderen Ecke. Und ja,
ich mag auch, also meinen Boden mag ich besonders, weil es ein wie an ein Schachbrett erinnert, nur halt mit Rot und Schwarz. Und ja, so gut wie alles, was ich an meinem Haus gebaut habe, ist symmetrisch. Höchstens die Farben ändern sich. Weil ich Symmetrie sehr mag. Ja. Das war's eigentlich. So, wir sind in einem unterirdischen Gang unter Alice Gewächshaus. Dieser Gang ist mit 3 weiteren Häusern verbunden. Und zu einem der Häuser, ja, laufen wir jetzt. Ja, dieser Gang ist sehr komisch konstruiert, weil er unter unsere Stadt durchführen muss. Und es hat einige Zeit beansprucht, den so zu bauen, dass er auch hält. Ja. Es wäre in dem Gang sehr dunkel, hätten wir nicht ein paar Steine, die Licht spenden. Und man sieht, der Gang ist lang, sehr, sehr lang und verwirrend. So, und da sind wir in meinem Haus. Ich bin Camarion. Und ja, mein Haus ist aus Höllenerz und Obsidian gebaut. Ja, wie man sieht, haufenweise Fackeln, Köpfe und ja, Kürbismasken. So, das ist der erste Stock. Jetzt gehen wir hoch in den zweiten. Spinnen wir eben 2 Türen. In beiden Türen sind Fackelruhen mit 5-6 Köpfen von Creepern hier und einer Terrasse. Und ja, die Terrasse ist nicht gerade groß, aber erfüllt ihren Zweck. Hallo, ich heiße Aaron und jetzt besuchen wir jetzt erstmal mein Haus. Das ist. Jetzt gehen wir wieder durch den Tunnel. Ja. Natürlich mussten wir hier auch viel arbeiten. So, jetzt sind wir gleich in mein Haus. Die Decke habe ich mit Obsidian und Ziegel gebaut. Rechts ist eine kleine Bar mit Kuchen oben drauf und naja, und ein Kühlschrank. Ja, jetzt gehen wir erstmal im Sprechbereich, also wo ich meistens bin und lese. So, geradeaus ist das Schlafzimmer, wo mein Bett drinne ist und wo 2 Türen sind, eins zum Bad und eins zur Dusche. Ja, da ist die Toilette und das Waschbecken. Ausgehellt habe ich wieder mit einem Leuchtstein. Ja, die Dusche ist schlicht gemacht. Mit einem Block. Ja, okay, das war's. So, jetzt gehen wir erstmal in den zweiten Stock. Das ist eine Fernsehecke mit einem kleinen Fernseher. Ja, und da geht's zur Terrasse raus. Ja, die ist klein, aber fein. Und wenn man jetzt so hochfliegen würde, würde man hinten auf mein Haus meinen Namen sehen. Der ist mit Fackeln gebaut. Ja. Das hat viel Arbeit gekostet. So, jetzt gehen wir erstmal zu meinem kleinen Bauernhof. Jetzt sind wir mitten im Schweinegehege. Ja, Hühner, Schweine, Schafe und einen Wolf, der da hinten in der Ecke sitzt. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Hier sehen wir unseren Marktplatz. Das war unser Ausgangspunkt. Von da aus führen vier Wege. Das edle Viertel, das wohlhabende Viertel, ein Industrieviertel und ein Freizeitviertel. Hier auf der linken Seite sehen wir mein Haus, also Jans Haus. Es ist sehr schön beleuchtet. Hier rechts daneben, also mein Nachbar ist Felix.
Rechts ist die Schwimmhalle. Dahinter das Gemeindehaus. Hier ist das Gemeindehaus. Daneben gleich ist Maeves Haus. Mit den vielen Herzen. Da sehen wir unseren viereckigen Mond. Die Schwimmhalle. Hier sehen Sie Maeves Haus, die gleich am Strand wohnt. Neben Maeve wohnt Sharias. Hier sehen wir unser kleines Bootshaus. Nochmal der Strand. Das Fußballfeld. Die Bergkette um die Stadt sehen wir hier. Da unten sehen Sie den Eingang zum Kino. Da sehen Sie das Einkaufszentrum, daneben eine kleine Bar, wo es nur alkoholfreies Bier gibt. Hier haben wir unseren kleinen Park mit einem schönen Fluss. Und hier sind wir wieder beim Markt. Da baut gerade jemand ein Haus. Und hinten gelangen wir zur Industrie und zum Zollhaus. Das war unsere kleine Stadt.